Überzeugt hat mich, dass dort drei Vereine, die normalerweise im Wettbewerb untereinander stehen, zumindest sportlich, aber auch was Mitglieder und so weiter angeht, sich zusammengeschlossen haben und ehrenamtlich sofort reagiert haben auf zwei ganz große Themen, die, wo Hilfe benötigt wird. Die Adler-Aktion ist ja eine spontane Aktion gewesen, die aus einer Freundesgruppe, aus einem Freundeskreis von SV Benter-Mitgliedern entstanden ist. Jemand im Kegelclub bei uns hat gesagt, wir sollten 1.000 Euro spenden aus unserer Kasse, weil die voll ist. Hat dann halt gesagt, ich fahre aber mit einer Schippe und einem Eimer runter, wenn es sein muss, am nächsten Wochenende. Und wer kann, der kann gerne mitkommen. Und sind dann halt 9 Tage nach der Flut das erste Mal runtergefahren. Und haben uns dann zu diesem Winterhof durchgeschlagen, weil einer aus der Gruppe wusste, dass die komplett abgesoffen waren. Dann haben wir Ferienwohnungen entkernt, den Weinkeller entkernt. Abends haben wir uns dann hier noch wieder getroffen am Vereinsheim. Wir fahren nächstes Wochenende wieder runter, weil in einem Mal ist das nicht zu schaffen. Naja, was wir in der ersten Aktion gelernt haben, war halt eben, dass man Reichweite schaffen kann. Dadurch, dass wir drei Vereine uns zusammenschweißen und zusammen diese Aktion auf die Beine stellen. Und als dann die Ukraine-Aktion auf die Beine gestellt wurde, war eigentlich relativ schnell klar, komm, das, was wir in der ersten Aktion, in der Ahrtal-Aktion gelernt haben, können wir hier für die zweite Aktion wieder nutzen. Wir haben uns erstmal mit einem Freundeskreis zusammengetan und sind dann relativ schnell mit der Idee an den SV herangetreten, Lebensmittel und alles, was notwendig ist, zu sammeln. Und haben dann halt in Verbindung mit dem SV eine Sammelaktion hier in Bentheim gemacht und haben dann Lastwagen gepackt und die in die Ukraine geschickt. Dienstag war, glaube ich, Kriegsanfang. Und wir haben dann schon am Mittwoch darauf dann die Aktion hier gehabt beim SV. Und da waren schon sehr, sehr viele Leute da. Das hat uns schon ziemlich überrascht. Und dann in Schüttorf auf den Freitag bzw. Samstag war es dann so voll, dass die Polizei halt die Straße absperren musste. Und das war wirklich überragend. Es waren sehr viele Menschen da. Diese Aktion, die wir mit dem Ahrtal hatten und die wir auch jetzt mit der Ukraine-Hilfe hatten, haben uns nochmal gezeigt, dass man zusammen halt unglaublich viel bewegen kann und dass Konkurrenzdenken uns nur hemmt. Also der Tag der Vereine war ein gemeinsames Vereinsevent, ein großer Tag der offenen Tür. Wir konnten uns präsentieren, wir konnten uns den Bürgern und den Gästen hier präsentieren. Wir haben Mitgliederzuwachs und sogar sehr stark. Klar, durch Öffentlichkeitsarbeit nach draußen in der Darstellung, was wir dann auch beim SV da richtig genutzt haben. Und neben dieser Geschichte ist dann noch diese stattliche Summe zusammengekommen. Für uns selbst hat es in der Vernetzung einfach geholfen, weil schlussendlich haben wir doch alle die gleichen Aufgaben. Wir haben darüber geredet zwischen den Vereinen, wie wir das vielleicht gemeinsam hinbekommen, dass wir uns nicht gegenseitig die Übungsleiter wegnehmen einerseits, aber auch nicht die Teilnehmer. Also, und das dann vielleicht in vielen Ebenen auch mittlerweile zusammenpacken können. Oder dass man eben sagt, komm, ihr übernehmt dieses Angebot, wir machen dafür ein anderes. Ich glaube, dass es für Vereine sehr wohl beispielhaft sein kann, weil wir einfach gemerkt haben, wie viel mehr wir schaffen können, wenn wir gemeinsam zusammenarbeiten.